Liebe Geschwister, wir möchten Wallahi zur Wahrheit. Wir möchten der Wahrheit näher kommen. Und das können wir nur, wenn wir uns mit den Worten Allahs Azza wa Jal beschäftigen. Schaut mal, wie viel Lüge um uns herum passiert. Wir kriegen Lügen aufgetischt von den Politikern. Wir kriegen Lüge aufgetischt von den Medien. Wir kriegen Lügen aufgetischt von der Gesellschaft. Und danach, irgendwann, mag dein Herz diese Lügen. Und es ist bereit, diese Lügen zu empfangen und sich von diesen Lügen täuschen zu lassen. Warum liest du nicht den Koran? Du musst an jedem Tag, an dem du nach Hause gehst, dein Herz komplett sauber. Und das schaffst du nur mit dem Koran. Ey Wallah, so viel Lüge wie an einem Tag in deinem Herzen eindringt. Und je nachdem, manche gucken sehr viel Fernseher, die brauchen eine Autowäsche für ihr Herz. Weil dieses Herz total verschmutzt ist danach. Es liebt die Sinner, es begehrt die Frauen, die Allah Azza wa Jal in dieser Art und Weise nicht erlaubt hat. Man kriegt Geschmack am Alkohol, man sieht, wie Leute lachen, Zigaretten rauchen. All dieses spiegelt sich dann in deiner Seele wieder. Und du denkst, das ist gut, weil du siehst es vor dir und fängst heimlich an, es zu begehren. Aber was kann daran gut sein? Wenn Allah das nicht erlaubt hat, ألا يعلم من خلق, weiß er denn nicht, was er erschaffen hat? Wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Er weiß doch, was er erschaffen hat. Und das, was er uns geboten hat, subhanahu wa ta'ala, wallahi, ist nur für uns gut. Das musst du verstehen. Denn wenn du dieses nicht verinnerlichst, dann denkst du das Denken der Kuffar, dass Allah nicht das Gute für dich möchte. Möge Allah uns bewahren. Du bist nicht Al-Hakim. Du bist nicht der Allweise. Aber Allah Azza wa Jal, er ist der Allweise.